nächste Rednerin Nurten Yilmaz von der SPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über das Forschungs-Innovation-Technologie-Budget 2017 sprechen, sprechen wir natürlich auch über jetzt vorhandene Arbeitsplätze, aber auch jene Arbeitsplätze, die in Zukunft entstehen werden. Zurzeit haben wir die Situation, dass diese Arbeitsplätze männlich dominiert sind. Mit einem Wort gesagt, es sind zu wenige Forscherinnen in Österreich. Jetzt kann man das einfach hinnehmen, nur als Gott gegeben hinnehmen, oder man kann Maßnahmen setzen, um dies zu ändern. Sehr geehrte Damen und Herren, seit dieses Ministerium, beginnend mit Ministerin Doris Bures, sozialdemokratisch geführt wird, gibt es Maßnahmen. Im Ministerium gibt es ein Förderprogramm, das sich Maßnahmen zur Förderung von Humanpotenzial nennt. Ich möchte verschiedene Punkte, wie man eben junge Menschen, aber vor allem auch Forscherinnen für diese Sparte gewinnen kann. Eines davon ist zum Beispiel Praktika für Schülerinnen und Schüler. Kinder sind neugierig und das muss man eben noch mehr fördern. Sie machen begeistert mit. Das ist unsere Zukunft und da muss angesetzt werden. Das wird getan. Ein zweites Beispiel ist Femtech-Praktika für Studentinnen mit kurzem I, um den Einstieg in die angewandte Forschung zu erleichtern. Pro Monat, pro Praktikumplatz 1.600 Euro wird es gefördert. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Maßnahmen sind mit 7 Millionen dotiert. Das ist gut so und angemessen, aber man kann sich ja wünschen, dass es in den kommenden Jahren erhöht wird. Danke vielmals. Nurten Yilmaz von der SPÖ kritisiert, dass es in Österreich immer noch zu wenige Forscherinnen gäbe. Seitdem das Ressort von der SPÖ geführt werde, setze man aber entsprechende Maßnahmen.